Ein Strike beim Bowling und ein Streik von Arbeitnehmern haben einiges gemeinsam. Bei beiden ist die Bahn leer, manchmal kommt man nur sehr langsam ans Ziel und beim Strike wie auch beim Streik sind die anderen auf jeden Fall genervt. Die Gewerkschaft der Lokführer und das Kabinenpersonal der Lufthansa legen ab heute wieder die Arbeit nieder. Alle Infos darüber und welche krassen Streiks es schon gab, heute bei Das Thema, deinen exklusiven YouTube-News der Hessenschau. Die Auswirkungen des letzten Streiks bei der Lufthansa sind noch zu spüren, da läuft auch schon der nächste an. Die Kabinengewerkschaft UFO hat die rund 18.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa dazu aufgerufen, zu streiken. Wir haben 15 Mal den Versuch unternommen, konsensual zu einem Ergebnis zu kommen, dass die Kabinenkolleginnen und Kollegen angemessen an diesem tatsächlich ja fulminanten Unternehmenserfolg beteiligt. Drittbestes Ergebnis in der Unternehmensgeschichte. Und es ist uns nicht gelungen. Die Lufthansa erwartet, dass in Frankfurt an den beiden Streiktagen etwa 600 Flüge ausfallen. 70.000 Passagiere sind betroffen. Wir haben ein unseres Erachtens gutes Angebot vorgelegt. Mit Gehaltssteigerung in den nächsten 1,5 Jahren um rund 10% im Durchschnitt. Das ist die Basis. Auf der Basis sollten wir verhandeln. Bis morgen wird der UFO-Streik andauern. Wer diese Tage unterwegs sein muss, ob mit Bahn oder Flugzeug, hat's nicht leicht. Denn überall wird gerade gestreikt. Bei der Bahn haben die Lokführer bereits zum 6. Mal im Tarifstreik die Arbeit niedergelegt. Bis in die Nacht soll der Streik im Personenverkehr noch laufen. Er wurde von der GDL nur sehr kurzfristig angekündigt, 30 Stunden vorher, im Güterverkehr sogar nur 22 Stunden vorher. Damit macht die GDL ihre Drohung wahr, Streiks nicht mehr rechtzeitig anzukündigen. Als viel zu kurz empfindet die Deutsche Bahn die Streikankündigung. Doch sie ist mit ihrem Eilantrag, den Streik zu stoppen, gescheitert. Auch in zweiter Instanz vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht. Den Fahrgästen bringt das also nichts. Ich bin heute Morgen um 6 Uhr aus Berlin losgekommen. Ich habe gestern, glaube ich, 3-mal mit dem Kundenservice der Deutschen Bahn gesprochen und habe dann in der Bahn festgestellt, dass ich mit dem TGV von hier aus nicht weiterkomme und musste jetzt über 3 verschiedene Städte ausweichen, über Offenburg und Straßburg und hoffe dann, dass ich heute Abend in Paris ankomme. Wir kommen gerade aus Barbados, haben eine Karibik-Rundreise gemacht, die wunderschön war und haben natürlich gedacht, dass wir hier unsere ganzen Anschlusszüge bekommen. Ist leider nicht so. Jetzt sind wir drauf und dran, mit regional irgendwie weiterzukommen. Und ich finde, ich verstehe den Streik, verstehe alles, aber den Herrn Wieselski verstehe ich überhaupt nicht mehr. Was haltet ihr von Streiks? Schreibt's uns in die Kommentare. In Hessen wird gefühlt überall gestreikt. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft in Hessen hat ihre Mitglieder übrigens heute vor allem in Schulen und Hochschulen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Bei der Tarifauseinandersetzung mit dem Land Hessen geht es um die Einkommen und die Arbeitsbedingungen von rund 55.000 Tarifbeschäftigten. Wir stehen für unsere Rechte ein. Wir jammern schon bei ein paar Tagen Streik, aber es gibt tatsächlich Arbeitskämpfe, die mehrere Wochen am Stück andauern. Es ist zwar schon länger her, aber 1956 haben Menschen ganze 4 Monate ihre Arbeit niedergelegt. Denn wenn in den 1950er Jahren in Westdeutschland Angestellte krank wurden, bekamen sie weiter Lohn, Arbeiter dagegen nicht. Nachdem Deutschland wirtschaftlich auf die Beine gekommen war, beschloss die IG Metall 1956, für Lohnfortzahlung bei Krankheit zu kämpfen. Mit Erfolg. Nach 16 Wochen haben sie sich Lohnausgleich bei Krankheit, mehr Urlaub und Urlaubsgeld erfolgreich erkämpft. 1984 hat es die IG Metall erneut versucht. 70.000 Metaller haben 7 Wochen lang gestreikt. Auch hier ist der Streik ein Erfolg gewesen. Die 38,5-Stunden-Woche konnte erkämpft werden. Und 1995 dann das nächste Highlight, die 35-Stunden-Woche in der westdeutschen Metallindustrie konnte erkämpft werden. Zurück in die Gegenwart. Noch bis morgen sollen die Streiks bei Lufthansa und GDL andauern. Mit welchem Erfolg, bleibt abzuwarten. Und der nächste Streik steht auch schon an, beim ÖPNV. Falls euch auch die wirtschaftlichen Auswirkungen von Streiks interessieren, klickt gerne auf das Video.